darf ich natürlich wieder heute recht herzlich begrüßen bei uns in der Grünerwaldhalle zu unserem Zaubertalk. Auf der Seite hier ist unser Gästetrainer von der TGS Pforzheim, der Timo Hofnagel, und wie immer hier am Stich unseren Martin Keub von der HSG. Ja, heute freudige Gesichter. Die zwei Punkte sind im Zaubertal geblieben. Timo, wie immer eine schwierige Reise, die Vorbereitung, wir haben vorhin der Mittag schon korrespondiert, hat sich auch ein bisschen wieder so rauskristallisiert, ne? Vorbereitung schlecht, Zeitnehmer dabei, weite Fahrt, viele junge Spieler. Wie siehst du heute das Spiel hier? Erstmal hallo allerseits, erstmal Gratulation zum Heimsieg, der war zum Schluss auch verdient. Ja gut. Zum Spiel, ich habe es gerade Jungs gesagt, es gibt da gewisse Aktionen oder Crunch-Time, wie man so schön sagt, wenn man spielen will, muss, dann ist es wie Blaupause. Dann machen wir Fehler, verwerfen 100%ige Torchancen und dann gewinnst du leider so ein Spiel, das du durchaus auch für dich entscheiden kannst, anscheinend nicht. Und das zieht sich jetzt seit dem dritten, vierten Spiel durch. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es liegt. Kaltschweizigkeit, Tor hat sehr gut gehalten. Natürlich, aber ich muss trotzdem nach der Anweisung, die man gegeben hat, ab den Stadtenbrennen lang warten, halt hochziehen, Torwart hat die Tendenz auf den Boden zu gehen, muss es irgendwann mal umsetzen und halt genau, dann hast du drei, vier Aktionen mit entschieden, wirfst die Bälle weg, Gegner kontert und dann gewinnst du halt auswärts. Das Spiel definitiv nicht. Ich glaube, bei dir muss man wirklich auch vorheben. Ich habe jetzt leider nur die Nummer, euren Nummer 8er. Junger, dynamischer Spieler, der in der ersten, finde ich auch in der zweiten Halbzeit, wirklich im Rückraum sehr gut agiert hat und hat auch uns wirklich große Probleme bereitet. Leider hat sich das Spiel dann irgendwie wenig auf die anderen übertragen. Ist das für dich ein Problem, dass du eigentlich mit zwei Spielern, der 14er ist glaube ich auch noch im Rückraum, dass das ein bisschen auszurechnen ist, oder willst du da mehr in die Breite gehen? Ja, also ist klar, wir haben definitiv ein Problem auf der Wurfposition, Rückraum links und Raum rechts. Und Markus Bühl, den du gerade angesprochen hast, das ist der einzige, sag ich mal, auf dem Gardelmaß für den Rückraum. Wir müssen das zwangsläufig spielerisch lösen. Wir lösen es teilweise auch ganz gut. Dann kommt halt wieder die Kaltschweizigkeit, die wir in dieser Runde halt einfach vermissen, zu tragen. Und dann, ja, okay, klar, unser Bell, überragender Individualspieler, hat alle Anlagen, trifft natürlich aufgrund vom Alter auch zwischendurch Entscheidungen, die halt einfach wehtun. Ich sage nur das Beispiel, Tor frei, anstatt den Ball jetzt locker rüberzulegen, ziehe ich durch und werfe bei 1 plus beim Offstage Tor daneben, das ist halt die Sache. Ja, die summieren sich halt einfach. Das ist, ja, ich kann es nicht sagen, es zieht sich jetzt, wie gesagt, im Grunde für das Spiel durch. Müssen wir hoffen, dass es im Lauf der Saison einigermaßen gibt und dass wir dann auch die Möglichkeit haben, solche Erbespiele mal zu tun. Meine letzte Frage an Timo. Ich glaube, es ist wieder so, Sie haben das letzte Mal, wo wir hier gestanden sind, schon gefragt, bislang auch deine Einschätzung. Wie siehst du das immer bei den Schiedsrichtern, wenn sie den Außenspieler, wenn er fast berührt wird und trotzdem mit 7 Meter gepfiffen? Ich weiß, ne, wie gesagt, das war im Online-Kurs explizit, dass man pfeifen soll, aber wie findest du das? Ja, explizit, ich weiß, wenn ich schon. Andersrum ist Schul- und Schwerpunkt, den haben wir in der dritten Liga auch. Das haben wir in der dritten Liga auch besprochen mit den Spielern. Aber das, was jetzt auf diesem Niveau als 7 Meter gefunden wird, ist kein 7 Meter und fertig aus. Krass, klar, Aussage. Und nochmal die gleiche Meinung. Besten Dank. Martin, glückliches Gesicht, ganz froh. Für dich auch, erste Halbzeit war wieder auf und ab und dann ging es in die zweite Halbzeit der Berg langsam nach oben und auch nach einer Einschätzung des Trainers auch für den Sieg, dein Fazit. Ja, schönen guten Abend, schön, dass ihr noch alle geblieben seid. Boah, erstmal zu unserer Vorbereitung, also man kann es glaube ich über die Zeitung lesen, wir sind Woche für Woche jetzt gebeutelt gewesen, da ist überhaupt keine Vorbereitung möglich. Wir kriegen es gerade so hier, die Truppe für den Samstag hinzustellen, wie man sieht. Thomas heute wieder mit auf der Bank gewesen. Zum Glück musste er nicht dran. Aber dann sieht man schon allein, dass auch wir unsere Probleme haben, auch mit dem großen und guten Kader.
Und das sind einfach, hier Dennis jetzt fällt zwei Wochen aus, hat jetzt auch das erste Mal Ball in der Hand gehabt, das muss man auch mal sagen. Moritz ist nach wie vor einfach immer noch gehandicapt, der trainiert kaum, ist jetzt die erste Woche mal so richtig da gewesen. Also seht es den Jungs bitte nach, wenn sie heute nicht performt haben, wie man sich so wünscht. Ich weiß, was für eine Qualität sie haben und wenn sie fit sind, dann spielen sie ja richtig guten Handball. Aber da brauchen wir es ein bisschen bis dahin, zum Spiel zu kommen. Ja, das ist immer dasselbe Problem, wir lassen den Gegner am Leben. Das haben wir nach 14-10 Führung in der ersten Halbzeit wieder in eindeutiger oder in guter Manier gezeigt, wie man den Gegner im Spiel ist. Und dann mit einem Tor noch in Führung in die Halbzeit gehen, das ist natürlich dann ja, nicht so schön für die Gruppe. Trotzdem immer wieder Moral bewiesen, auch in der zweiten Halbzeit, trotz des Rückstands auch. Gut, dass das jetzt kein Leckerbissen heute war. Das ist letztendlich auch dem Schiedsrichter geschuldet. Der hat wieder eine Hektik reinbringen durch Zeitstrafen am Schluss. Oder mittendrin stehen wir mit vier Leuten noch da. Haben das sehr, sehr gut verteidigt. Haben mit Kluri im Rücken dann, der die Bälle entschärft. Dass wir dann natürlich hinten raus so souverän das Spiel gestalten waren. Wie der Timo schon gesagt hat, den Fehlwürfen geschuldet von Pforzheim. Ich bin trotzdem glücklich, dass wir das Spiel am Schluss geschaut haben, dass wir es souverän am Schluss nach Hause gebracht haben. Und das ist jetzt erstmal das Wichtigste, was dann jetzt Woche für Woche dazukommt. Ja, mal sehen, mir ist wichtig, dass die Truppe irgendwann komplett ist mit dem Viktor, Uwe mit dabei, alle Verletzten, Tobi Gehler, wie sie alle heißen. Wenn die alle da sind, dann sind wir eine richtig gute Mannschaft, aber aktuell kann ich immer wieder nur sagen, Stückwerk und leider noch nicht das Spiel, wie ich es mir wünsche. Aber zwei Punkte, alles gut. Also das heißt auch für dich, Woche für Woche, wir müssen mal schauen. Dass alle Spiele langsam fit werden. Ich glaube, ein gutes Fazit und die glücklichen Gesichter sind diesmal im Taubertal. Ich weiß immer, eine schwere Fahrt hier runter. Das letzte Mal haben wir den Lockdown, glaube ich, gehabt. Dann haben wir letztes Spiel. War ähnlich. Hier unten wollen wir jetzt nicht hoffen. Dann möchte ich natürlich hier wieder unser kleines Losglück. Wir haben heute einen Schal wieder zu verlosen, einen Fanschal. Ihr dürft wieder, da wo ihr drauf sitzt, gleich schauen auf eure Sitzflächen. Timo, schau mal, ob du Glückliche gleich ziehen kannst. So, wir haben hier im Block 3, ganz hinten, wo die Grünen fast zocken, da wird es schon schwierig. Block 3, Reihe 4, Platz 16. Das sieht eher schlecht aus. Ne? Das ist der Philipp da hinten. Block 3. Hier. Also, vor lauter, ich habe zweimal im Block, nee, Block 3, Reihe 4, 16. Wer mal in der Reihe 4 kommt? Keiner im Block 3, also jetzt. So, jetzt gucken wir nochmal, jetzt gehen wir. Block 2, da sitzen noch viele. Block 2 haben wir die Reihe 5. Die Reihe 5 und dann haben wir Platz 3. Wer sitzt da? Das sehe ich doch. Komm in der Nähe, dann darfst du aufstehen. Wenn da vorne keiner sitzt, dann auf. Ihr seid in der Nähe, dann machen wir es hier kurz. Jawohl. Ja. Dann sind wir wieder am Ende unseres Taubertalks. Ich darf euch eine gute Handreise geben. Noch gerne ein kleines Disclosure und dann wieder in zwei Wochen in der Halle. Danke euch.